Hallo ihr Lieben. Letzte Woche hat es von mir kein Video gegeben, weil ich mich im Homeoffice verletzt habe. Ich habe mir einen Zeh gebrochen und jetzt ist es ziemlich schwierig, also eigentlich kaum bis gar nicht möglich, gewisse Asanas zu machen. Und nach langem Hin und Her und ja, nach dem Versuch irgendwie zu schauen, wie komme ich zu einem Video, wie kann ich ein Video machen, haben wir eine Lösung gefunden und ich sage jetzt ganz bewusst wir. Und zwar werden wir in diesem Video der Maxi unterstützen. Manche kennen ihn vom Yoga-Verein und genau. Ich habe jetzt vorab dieses Video gemacht, habe ihm das zugeschickt. Er war so cool und hat es für sich daheim gemacht, hat sich mitgefilmt und mir wiederum wieder hergespielt und ich habe es wiederum versucht zu kombinieren mit meinen Fotos, mit meinen Bildern, mit meinen Sequenzen und mit seinen Sequenzen. Und genau. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird echt eine coole Stunde und ich freue mich drauf. Material braucht man soweit ganz. Wer das Gefühl hat, er braucht vielleicht was Gemütliches zum Ablegen, der holt sich ein Polster oder zwei Polster her als Hilfe. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das Ganze heute ohne Material. Und genau, circa 60 Minuten. Einige Twists sind dabei, einige Hüftöffner und, das werde ich jetzt gleich ausnutzen, dass der Maxi da mitspielt, Armbalance. Gut. Genau, nächster Hinweis, wenn ihr wiederum mit Musik praktizieren wollt, könnt ihr unten im Kommentarfeld, steht wieder der Link zu meiner Spotify-List, da habe ich jetzt diese Playlist freigeschalten und diese Playlist heißt New One und genau, lasst sie einfach mitlaufen und singt tief in diese Musik hinein, vor allem dann in Shavasana. Für den Anfang würde ich vorschlagen, wir sitzen aufrecht, schließen die Augen und atmen ganz bewusst tief ein und aus. Lass die Sitzbeinhöcker nach unten ziehen, die Wirbelsäule richtet sich auf, der Brustkorb zieht nach oben, nach vorne und die unteren Rippen ziehen wieder nach innen. Die Schultern gehen mehr nach hinten und nach unten als hoch. Die Augen sind ruhig und sanft geschlossen und die Atmung fließt tief ein, tief aus. Atme tief mit deiner nächsten Ausatmung durch den Mund aus. Und atme wieder tief ein. Durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Wir werden zu Beginn eine Pranayama-Übung machen, und zwar die Wechselatmung. Nimm Zeigefinger und Mittelfinger in deine Handinnenseite, also Innenfläche. Daumen und Ringfinger sind unsere agierenden Finger. Der kleine ist weggestreckt. Wer jetzt Linkshänder ist, macht das mit links. Und wer das Gefühl hat, das ist jetzt zu anstrengend für Zeigefinger und Mittelfinger, der kann die beiden aufs dritte Auge legen und dann mit Daumen und Ringfinger nach unten fahren. Ansonsten bitte versuchen, das Vishnu Mudra zu machen und nach unten zu fahren, also sich an die Nase greifen, langsam den Nasenrücken entlang nach unten bis zu der Stelle, wo die Nasenflügel
weich werden und bildet die Nasenflügel beginnen. Und dann das rechte Nasenloch schließen, das linke öffnen und tief durch das linke Nasenloch ausatmen. Durch links wieder einatmen bis 4 zählen. Eine kurze Pause, wo beide Nasenlöcher geschlossen sind, du zählst bis 4. Und ausatmen bis 8 rechts. Öffnen und ausatmen. Bis 4 zählen und einatmen mit rechts. Pause bis 4. Links öffnen, ausatmen bis 8. Einatmen bis 4. Schließen. Beide Nasenlöcher sind zu. Ausatmen bis 8 rechts. Einatmen 4. Schließe. Pause. Ausatmen links bis 8. Einatmen bis 4. Schließe. Ausatmen bis 8. Einatmen bis 4. Pause. Ausatmen bis 8. Einatmen bis 4. Links. Ausatmen rechts bis 8. Einatmen wieder bis 4. Ausatmen bis 8 links und das Mudra lösen. Die Augen geschlossen halten und nur bewusst nachspüren. Wieder zu deiner tiefen Atmung kommen. Diese Pranayama-Technik, Nadi Shoshana, ist die Wechselatmung. Und in dieser Atmung kann die Energie, die Lebensenergie Prana durch den Körper fließen. Bei dieser Wechselatmung werden Blockaden gelöst und deine männliche sowie deine weibliche Seite wieder ausgeglichen. Diese Wechselatmung, also ich mag es gern vor der Yoga-Praxis und auch danach, nach Shavasana, dass ich mich nochmal bewusst hinsitze und eine Pranayama, bewusste Atmung mache. Der nächste Schritt wäre dann die Fokussierung, die Konzentration und dann Meditation. Genau. Atme bewusst tief, tief, tief ein. Nimm die Hände zum Herzen, sink das Kinn nach unten und begrüße dich auf deiner Matte. Wir kommen jetzt in einen Vierfüßlerstand. Und zwar stell die Zehen auf, wenn du willst und kannst. Atme bewusst tief ein und aus. Und bewege dich individuell zu bewegen. Nimm die Hüfte mit, die Arme, die Schultern. Lass den Kopf ab und anhängen. Und baue auch hier schon Katze und Kuh mit ein. Das heißt, du wölbst deinen Rücken und du lässt deinen Bauch nach unten hängen. Dann werde ruhig und sink nach hinten in Balasana. Stirn ablegen, Arme am Körper Seitenrand. Und lass hier ganz bewusst die Schultern auf deinen Seiten nach unten fallen.
Und stelle genau den Punkt zwischen deinen Schulterblättern vor und geh dann auch ein paar Zentimeter weiter nach unten und versuche mit der Atmung in dieser Stelle weich zu werden, die Spannung loszulassen. Atme dann wieder bewusst tief ein. Bring die Arme nach vorne. Die Fingerspitzen, also der kleine Finger geht zum Mattenrand. Nimm den rechten Arm seitlich hoch, blick zu deiner Hand, dreh dich hinüber und bring ihn unter den linken Arm dann durch. Leg die Schläfe ab und bring jetzt den rechten Arm so nah als möglich an deinen Körper. Die Handfläche dreht sich auf, der Blick zur rechten Hand, linke Handfläche fest in den Boden hineindrücken. Atme ein, streck den rechten Arm wieder seitlich, bring ihn jetzt hinter deinen Rücken zur linken Hüfte, atme aus, sinke tief mit der Stirn nach unten. Atme ein, heb den rechten Arm wieder hoch, platziere ihn vorne. Und wechsel die Seite. Atme ein, linker Arm hoch, blick zu deiner Hand. Ausatmen, unter dem rechten Arm durchfädeln. Handfläche dreht sich auf, blick zur linken Hand. Einatmen, wieder hochziehen. Ausatmen, weit nach vorne. Stirn ablegen. Ah. Cut, cut, cut. Der linke Arm geht wieder. Bring den linken Arm wieder erneut in die Maxi, das ist jetzt für die. Erneut in die Position kommen. Linker Arm unter den rechten Arm platzieren. Atme ein, bring den linken Arm seitlich wieder hoch, hinter deinen Rücken zur rechten Hüfte. Atme aus, sinke tief mit der Stirn nach unten. Atme ein, hebe den Kopf, bring den linken Arm nach vorne. Setz die Unterarme ab und schau, dass der Abstand zwischen den Armen so der Chini-Abstand ist. Das heißt, die Handflächen dürfen den Oberarm berühren. Heb dich auf, Zehen sind aufgestellt, Schultern sind über dem Ellbogen und die Knie sind unterhalb der Hüfte. Und hier kommen wir in Katze Kuh auf den Unterarm. Wir atmen ein und atmen aus, Katzenbuckel, Blick zum Bauchnabel. Einatmen, Bauch senkt sich nach unten, Gesäß zieht nach hinten, Blick nach vorne. Ausatmen, Katzenbuckel. Einatmen in die Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen in die Kuh. Und dann versuchen einen neutralen Rücken zu basteln und wir strecken, also wir stützen uns jetzt kurz mal auf den rechten Fuß und das rechte Knie und strecken das linke Bein nach hinten aus, stellen da die Zehen auf. Schauen, dass wir eine schöne gerade Linie haben und lassen die rechte die linke Ferse nach hinten schieben. Bringen das Knie wieder zum anderen nach vorne, stützen uns auf links und strecken das rechte Bein nach hinten aus. Und auch hier schiebt die rechte Ferse nach hinten. Komm wieder mit dem Knie nach vorne und sink nach hinten in Balasana. Die Arme öffnen sich und strecken sich nach vorne ab, Stirn ab.
Atme ein, Blick zu den Fingerspitzen, atme aus, Kinn zum Brustbein. Wir rollen langsam nach vorne, sinken von hier nach unten, aber so, dass die Ellbogen am Körperseitenrand bleiben und wir quasi Chaturanga-Arme nach unten machen. Von hier die Zehen aufstellen und in einen heraufschauen, der Hundversion kommen. Und dann direkt nach hinten in den ersten herabschauenden Hund. Rechtes und linkes Knie abwechselnd bewegen. Dann wieder die Knie zum Boden nach unten sinken. Die Zehen sind aufgestellt, das Gesäß zieht nach hinten. Einatmen, Blick zu den Fingern, ausatmen, Kinn zum Brustbein, rollen Vinyasa nach vorne und schaut, wenn ihr nach vorne rollt, das Kinn geht zum Brustbein, die Schultern ziehen auseinander und ziehen zu den Ohren, wir rollen nach vorne, ab dem Zeitpunkt, wo die Schultern über den Handgelenken sind, beugen wir die Ellbogen, aber parallel nach hinten und sinken nach unten. Da könnt ihr mal kurz halten und dann hochziehen in den heraufschauenden Hund und von da nach hinten in den herabschauenden Hund. Wieder rechtes und linkes Knie abwechselnd bewegen. Und ruhig werden, herabschauender Hund genießen. Schultern ziehen auseinander, schrauben sich in den Brustkorb ein. Finger gespreizt, Zeigefingerballen in den Boden. Gesäß zieht hoch, Ferse Richtung Boden nach unten. Wir lösen das rechte Bein, strecken es nach oben, beugen das rechte Knie, rechte Ferse zum linken Gesäß. Wir nehmen den Blick diesmal mit und schauen unter unsere rechte Achsel. Wir bringen das rechte Bein nach vorne zur Handaußenkante, also den rechten Fuß. Wir halten das linke Bein gestreckt, stellen die Fingerspitzen auf und ziehen die Ferse nach hinten. Wir heben das Gesäß leicht an, wir atmen aus, ziehen wieder alles auseinander. Wir atmen ein, heben das Gesäß leicht an, verstärken den Druck von den großen Zehen, atmen aus, sinken wieder nach unten. Atmen ein, ziehen hoch, atmen aus, ziehen nach unten. Wir lösen das linke Bein und steigen nach vorne zur Handaußenkante. Und sinken nach unten in Malasa. Von da Handflächen zueinander. Bewusste tiefe Atmung. Die Arme ziehen gegen die Knie. Die Knie ziehen gegen die Oberarme. Dann langsam wieder die Fingerspitzen aufstellen, das Gesäß hochziehen und elegant die Füße zueinander bringen. Wir landen in der ersten Vorwärtsbeuge, Knie leicht gebeugt, Oberkörper zieht nach unten, Gesäß zieht hoch, Kopf ist ganz entspannt. Wir beginnen die Beine zu strecken, heben den Oberkörper leicht an für eine halbe Vorwärtsbeuge. Schultern ziehen nach hinten, ausatmen, wieder tief, tief, tief nach unten. Und dann langsam mit der Einatmung, Wirbel für Wirbel hoch. Einatmen, nach oben strecken. Und Uttanasana, leichte Rückbeuge, Hände ziehen hoch. Ausatmen, Hände wieder zum Herzen. Einatmen, ausatmen, Tadasana. Einatmen, Arme ziehen nach oben.
Ausatmen, Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Adho Uttanasana. Ausatmen, wieder tief. Diesmal steigen wir mit beiden Beinen nach hinten. Oder wer sich schon gut fühlt, hoppelt nach hinten. Also quasi ein Sprung in Chaturanga. Von da die Knie nach unten sinken und jetzt wieder die Finger spreizen. Schultern sind über den Handgelenken, die Ellbogen ziehen körpernah. Schauen die Ellbogenspitzen nach hinten, sinken wir nach unten und von da ziehen wir direkt hoch in den heraufschauenden Hund und von da in den herabschauenden Hund. Hier wieder rechtes und linkes Knie abwechselnd bewegen. Diesmal konzentrieren wir uns dann auf die linke Seite. Und zwar werden wir wieder ruhig in unseren Bewegungen, sinken tief in den herabschauenden Hund. Wir strecken das linke Bein nach oben, beugen das Knie, linke Ferse zur rechten Gesäßbacke. Und der Blick zieht nach hinten unter die Achsel und du blickst zu deiner Decke nach oben. Atme ruhig und bewusst, öffne langsam deine Hüfte, stärke deinen Rücken, hol dir die Kraft aus deinen Armen und aus deinem Körper. Schau, dass die Körpermitte aktiv ist. Diese gibt dir, also Uddiyana Bandha, gibt dir zusätzlich Schutz. Von da streck das Bein wieder nach hinten aus und bring es langsam nach vorne zur Handaußenkante. Das rechte Bein bleibt gestreckt und die rechte Ferse schiebt nach hinten. Die Fingerspitzen sind aufgestellt, der Handteller aktiv. Mit der Einatmung hebst du leicht dein Gesäß an, die Ferse hebt sich wieder zu dir zurück. Mit der Ausatmung sinkst du wieder tief nach hinten, nach unten. Mit der Einatmung wieder hoch. Mit der Ausatmung wieder tief. Mit der Einatmung hoch. Mit der Ausatmung wieder tief nach unten. Atme langsam ein, aktiviere die Körpermitte und komm nach vorne mit der zur Hand Außenkante. Wir treffen uns in Balasana. Der Oberkörper richtet sich auf. Oberarme drücken gegen die Knie. Knie drücken gegen die Oberarme. Brustkorb schiebt nach vorne. Versuch im Beckenbereich locker zu werden. Atme hier tief ein und aus. Löse die Fingerspitzen, zieh mit dem Gewicht leicht nach vorne, komm mit dem Gesäß hoch und komm wieder elegant in eine Vorwärtsbeuge. Von da in eine halbe Vorwärtsbeuge, ausatmen, wieder tief in die Vorwärtsbeuge und langsam wieder Wirbel für Wirbel hochziehen, einatmen, nach oben strecken. Ausatmen, Hände wieder zum Herzen. Einatmen, ausatmen, Arme am Körper, Seitenrand. Einatmen, hoch in Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Adho Uttanasana. Ausatmen, wieder tief. Stell die Fingerspitzen auf. Oder nimm die Hände flach auf den Boden. Steig entweder mit einem Bein nach dem anderen nach hinten oder du springst nach hinten. Wir treffen uns in der Planke. Schultern ziehen nach hinten. Zieh den Bauchnabel leicht ein. Wer möchte, sinkt bereits jetzt kraftvoll nach unten. Kommt hoch in den heraufschauenden Hund.
und von da nach hinten in den herabschauenden Hund. Denk dran, der heraufschauende Hund ist immer mit dem Fußrücken. Mit dem Fußrücken zum Boden. Atme im herabschauenden Hund tief ein und aus. Streck das rechte Bein nach oben, beuge das Knie, rechte Ferse zur linken Gesäßhälfte, Blick unter die Achsel, du ziehst aber das Gesäß hoch und die linke Ferse Richtung Boden. Du steigst jetzt mit deinem rechten Bein nach vorne zur Handaußenkante. Linkes Knie absetzen, rechte Hand aufs rechtes Knie und wir drücken mit der Hand das Knie zur Seite, Fußrücken dreht sich auf. Ausatmen, den Fuß wieder aufstellen. Diesmal kann die rechte Hand zur Fußaußenkante und der rechte Fuß wandert langsam hinein, bis er dann beim linken Arm ist. Da klappt der Fuß ein. Und wir sinken langsam in die Taube nach unten. Wer möchte, kann gerne am Anfang hoch bleiben. Kontrollblick nach hinten. Der Fuß, also die Ferse, sollte nicht allzu sehr eingedreht sein. Gerne am Anfang auch die Zehen aufstellen, um hier mehr zu schützen. Und erst dann, wenn man merkt, dass der Oberschenkelrückseite weich wird, erst dann tiefer nach unten sinken. Nächste Stufe wären jetzt die Unterarme. Und wer möchte, kann sich da jetzt einen Polster vorbereiten oder schnappen und beginnen langsam den Kopf nach unten zu senken. Und wer möchte, sinkt noch tiefer nach unten. Tiefe, bewusste Atmung. Dann komm langsam wieder eine Etage höher und die nächste Etage. Handflächen auf den Boden, Arme durchstrecken. Und dann lass dein Gewicht, also bring dann die linke Hand zwischen, also hinter deinen rechten Fuß und beginn das Gesäß auf von der rechten Seite Richtung Boden zu platzieren. Und du ziehst das linke Knie leicht hoch und kommst so in eine Position, wo dein Unterschenkel und dein Oberschenkel in einer, also parallel aufliegen. Du atmest ein, drehst dich nach vorne zu deinem linken Knie, zu deinem rechten Knie und atmest aus, sinkst langsam über dieses Bein. Wir halten diese Position kurz. Atme bewusst tief ein und aus. Stütz deine linke Hand wieder zwischen deinen Beinen ab und komm nach oben. Dreh dich zur Seite, also nach links in diesem Fall. Und positioniere deine Arme, am besten der rechte Arm nach hinten und der linke Arm in der Mitte. Schau, dass du kraftvoll die Mitte aktivierst, also Uddiyana-Bandha setzt. Und dann beginn so wenig als möglich dich nach rechts zu lehnen, also bleib aufrecht und heb das linke Bein hoch. Streck das Bein nach vorne, also zur Seite, zieh die Zehen zu dir heran, beug das Knie, bring es wieder nach hinten. Streck das Bein aus, zieh es nach vorne
Wenn du möchtest, kannst du den Radius erweitern bis zu deinem rechten Bein. Streck das Bein im Bogen wieder nach hinten. Streck das Bein wieder aus. Zieh mit Fuß zu Fuß. Zieh wieder nach hinten, Knie beugen. Und heb dich langsam wieder an. Jetzt nimm bewusst die Hand flach auf den Boden. Schau, dass du wieder so einen Chaturanga-Arm machst. Das heißt, wenn du dich nach rechts lehnst, dann stützt du auf deiner rechten Hand, wobei jetzt aber hier der Unterarm parallel ist und der Oberarm. Ich zeige es kurz auf links. Du kannst auch mit beiden Armen diese Position jetzt einnehmen. Du drehst dich nach vorne, hebst das linke Bein an, streckst das Bein aus und bringst es langsam nach vorne. Du ziehst das Bein wieder nach hinten, bleibst aber mit dem Oberkörper wieder nach vorne. Du ziehst das Bein wieder nach vorne, streckst die Arme wenn möglich, atmest aus, ziehst wieder nach hinten, ziehst den Kopf wieder nach vorne. In dieser Position hältst du kurz und sinkst das Knie wieder ab. Wir beginnen dann langsam das linke Bein komplett nach vorne zu bringen. Und zwar so, dass der linke Fuß auf das rechte Knie geht. Und dann lehn dich leicht nach vorne. Auch hier sind wir in der Hüftöffnung. Bringen dann den Oberkörper wieder hoch, ziehen leicht den Oberkörper nach hinten, bringen das rechte Bein um das linke Bein, sinken mit dem Oberkörper nach hinten und lassen die Beine zur rechten Seite fallen. Von da wieder zur Mitte zurück und so wie die Beine sind zur linken. Wieder zur Mitte zurück. Löst die Beine, aber bring jetzt die Unterschenkel, also überkreuze die Unterschenkel und komm langsam den Oberkörper nach oben. Richte dich auf und schau, dass du mit Druck, also die Fingerspitzen können gern neben dein Gesäß, in die Matte gedrückt werden. Und mit Schwung kommst du nach oben. In eine Vorwärtsbeuge, wo die Füße überkreuzt sind. Atme aus, sinke tief. Atme ein, zieh leicht hoch in eine halbe Vorwärtsbeuge. Atme aus, sinke tief in eine Vorwärtsbeuge. Und komm dann langsam für dich nach oben zum Stehen. Atme ein. Atme aus, Hände fürs Herz. Komm in Kali Mudra. Das bedeutet Zeigefinger und Mittelfinger, also die Zeigefinger sind beieinander, die restlichen Finger sind verzahnt. Zieh in dieser Beinposition, also überkreuzt rechts ist vor links. Zieh nach oben. Beug dich zur linken Seite und wieder zur rechten Seite. Löse die Hände, löse die Beine, komm in einen aufrechten Stand. Atme ein und atme aus, sink nach unten in Uttanasana, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, wieder tief nach unten, hopse oder steige wieder in ein Brett. Von da sink wieder tief nach unten und komm hoch in den heraufschauenden Hund und wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme bewusst tief ein und aus.
Dann strecke das linke Bein nach oben. Komm auch hier nochmal in die Hüftöffnung. Linke Ferse zur rechten Gesäßhälfte. Blick unter die linke Schulter. Die Ferse schiebt zum Boden. Das Gesäß zieht hoch. Die Hände fest im Boden verankert. Zeigefingerball in den Boden gedrückt. Streck das Bein wieder aus und steig nach vorne zur Hand Außenkante. Senk das rechte Knie nach unten, löse die linke Hand, bring es zum Knie und dreh es zur Seite. Fußsohle zeigt sich. Dann den Fuß wieder abstellen, die Hand zur Außenkante bringen. Und langsam den linken Fuß zur rechten Hand hinüberbewegen. Das Knie absenken. Wir kommen auch hier in die Daube. Bleib zunächst hoch. Nimm dir die Zeit für ein paar Atemzüge. Lass die rechte Hüfte nach unten sinken. Und sink dann selber tief auf. Zunächst auf die Unterarme. Lass den Kopf auf einen Bolster ruhen oder auf einen Klotz. Und er möchte sinkt noch tiefer. Und wenn du tief unten liegst, dann konzentriere dich wieder auf die Stelle zwischen deinen Schulterblättern. Wieder ein Stück weit nach unten. Komm dann langsam wieder die nächste Etage hoch. Atme bewusst tief ein und aus. Und komm dann ganz mit dem Oberkörper nach oben. Nimm die rechte Hand in die, nach innen, linke Hand zur Seite und lass dich mit dem Gesäß auf die linke Pobacke fallen. Bring jetzt wieder den linken Unterschenkel und den rechten Oberschenkel in eine Linie. Und dreh dich nach vorne und lehn dich langsam über dein Bein. Nach unten. Es muss jetzt gar nicht ganz tief sein. Es reicht, wenn man ein bisschen nur diese Dehnung hat, vor allem jetzt in der Oberschenkelvorderseite links, rechts. Dann langsam wieder hochkommen. Jetzt gehen wir direkt in diese Position hinein, und zwar rechter und linker Arm. Aufstellen, so dass wenn man nach unten lehnt, sich nach unten lehnt, die Ellbogen nach hinten ziehen, die Schultern weg von den Ohren bleiben und wir in einer schönen parallelen Position sind. Und dann heben wir das rechte Knie hoch, das rechte Bein, strecken das Bein aus und bringen es langsam nach vorne. Heben den Oberkörper wieder leicht an, strecken das Bein wieder nach hinten. Heben das Knie wieder an, strecken das Bein aus. Ziehen nach vorne, lehnen uns dann mit dem Brustkorb nach vorne. Beugen das Knie und ziehen wieder nach hinten. Und nochmal wiederholen, strecken nach vorne und nach hinten. Ein letztes Mal, Brustkorb anheben, Knie hoch, Bein strecken, nach vorne wandern und dann das Bein nach hinten strecken und halten. Brustkorb bleibt nach vorne gebeugt, Knie absinken. Wir bringen jetzt das rechte Bein nach vorne. Rechter Fuß auf linkes Knie und tief nach unten sinken. Wer da Schwierigkeiten hat,
und der Abstand zu groß ist zwischen Fuß und Knie, dann schaut, dass er nur ganz leicht sich nach vorne lehnt. Und wer möchte, kann auch die Beine mehr übereinander legen. Dann wieder hochkommen in dieser Position. Rechtes Bein und linkes Bein schlagen, Wirbelsäule zieht nach hinten. Und wir lassen alles zur linken Seite fallen. Wieder zur Mitte zurück, zur rechten Seite fallen lassen. Wieder zur Mitte zurück und die Unterschenkel überkreuzen. Langsam hochziehen und nach oben kommen zum Stehen. Vorwärtsbeuge und von hier in eine halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, wieder tief in die Vorwärtsbeuge, langsam nach oben kommen. Ich denke, jetzt haben wir einen Ansagenfehler gehabt, lieber Maxi. Bin mir nicht sicher, ob jetzt zuerst rechts oder links war. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, angesagt, rechts ist vor links. Gewesen hätte sein müssen, links vor rechts. Also bitte jetzt switchen. Und auch da. Handflächen zum Herzen, Kali Mudra. Wir ziehen langsam nach oben und kommen auch hier wieder in die Seitbeuge, nach links und nach rechts. Langstrecken und ausatmen, tief nach unten absinken, Vorwärtsbeuge, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, die Füße wieder auseinanderbringen und nach hinten springen oder steigen in ein Brett. Wieder nach unten absinken, Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, tiefe, bewusste Ein- und Ausatmung. Dann kommen die Knie wieder zum Boden. Das Gesäß zieht nach hinten. Die Zehen sind aufgestellt. Die Arme strecken sich nach vorne. Wir ziehen den Brustkorb langsam nach vorne. Ab dem Zeitpunkt, wo die Schultern über den Handgelenken sind, beginnen wir jetzt unser linkes Bein nach hinten zu strecken, die Zehen aufstellen. So, dann bringen wir die Ellbogen langsam, beugen wir die Ellbogen, Brustkorb schiebt nach unten, wir lösen das rechte Bein und bringen das rechte Bein nach vorne. Maxi, Gott, wir machen eine andere Position. Herabschauen und neue Position. Das rechte Bein schiebt hoch, Zehenspitzen, rechtes Knie beugen, Knie hoch, rechte Ferse zum linken Gesäß. Wir ziehen jetzt mit Kraft aus der Mitte, heben wir die linke Ferse hoch, schieben nach vorne mit dem ganzen Körper. Schultern über den Handgelenken, wir bringen das rechte Knie zum linken Ohr, das
rechte Knie zum rechten Oberarm. Und wieder nach hinten strecken, Knie beugen, rechter Arm. Scheiße. Gott! Herabschauender Hund. So, von neuem. Im herabschauenden Hund wieder rechtes Knie beugen. Und rechte Ferse zum linken Gesäß bringen. Nochmal kurz die Hüfte aufdehnen. Dann wieder das Bein ausstrecken, Hüfte neutralisieren. Die linke Ferse rollt hoch und wir bringen den Körper nach vorne in ein Brett. Das rechte Bein ist aber in der Luft. Wir beugen das Knie und bringen es nach vorne zu unserem Oberarm. Und strecken es wieder nach hinten. Wir atmen ein und atmen aus, ziehen wieder nach vorne. Wir atmen ein und atmen aus und ziehen wieder nach vorne. Und nach hinten. Wir wechseln die Seiten. Wer möchte, kann noch ein Vinyasa einbauen, indem er kraftvoll in ein Brett nach vorne zieht, also von herabschauenden Hund in ein Brett. Chaturanga Dandasana, heraufschauender Hund, herabschauender Hund. Linkes Bein nach oben strecken, Knie beugen, linke Ferse in zur rechten Gesäßhälfte, Hüfte aufdrehen, das Bein wieder strecken. Du kommst langsam dreibeinig in ein Brett, ziehst das linke Knie nach vorne zu den linken Oberarm. Ziehst es kräftig wieder nach hinten, Po zieht hoch, du bist in einem dreibeinigen herabschauenden Hund. Beugst das Knie erneut, ziehst nach vorne in ein Brett, bringst das Knie zum Oberarm, ziehst wieder nach hinten. Nächste Position, also du wiederholst ein drittes Mal nach vorne, dann nach hinten. Wer möchte, baut noch ein Vinyasa ein. Wer möchte, hält hier herabschauender Hund für ein paar Atemzüge. Oder du kommst in Balasana. Wir kommen dann alle in Balasana, stellen dabei aber die Zehen auf, lassen die Arme nach vorne gestreckt. Verankern die Hände in den Boden. Ziehen hoch ab dem Zeitpunkt. Also vom Abstand her müsste es so sein, dass jetzt die Knie und die Hüfte in einer Linie sind und die Handgelenke und die Schultern. Und jetzt probieren wir wieder nochmal, dass wir das ist, wenn man quasi in dieser Position Liegestützarme macht. Man sinkt nach hinten, die Ellbogen ziehen aber zum Körperseitenrand. Und mit der Einatmung wieder hoch, mit der Ausatmung wieder tief. Man kann ja gerne mit dem Knie, mit dem Kinn bremsen oder mit der Stirn oder sich da was ablegen. Also wieder ein Polster, ein Kissen. Vielleicht für die nächste Übung recht praktisch. Und zwar werden wir jetzt das linke Bein ausstrecken. Das rechte Knie bleibt gebeugt. Und wir sinken langsam nach unten. Wer möchte, kann jetzt da die Stirn ablegen. Ellbogen bleiben körpernah. Wir lösen das rechte Bein, strecken es hoch, beugen das Knie, platzieren es auf unserem rechten Oberarm. Strecken das Bein wieder nach hinten und sinken es wieder ab. Und das Ganze in links. Also wir sind da so hoch. Genau. Wer möchte, macht es natürlich auch gerne ohne Polster, ohne Kissen. Wir wechseln dann die Seite. Rechtes Bein wird ausgestreckt. Wir ziehen mit dem Oberkörper nach unten, strecken das linke Bein hoch und ziehen nach vorne.
und sinken tief nach unten. Wer will, kann da jetzt noch das Bein ausstrecken. Nach vorne, wieder Knie beugen, nach hinten in ein Brett und absinken. Und nochmal die zweite Position. Kurze, also zuerst kurze Rast. Wer möchte, kann halt die Handgelenke noch kreisen. Ich hätte gern, dass ihr nur mal in diese Position geht. Und probiert es einmal ohne Polster. Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. Von da sinken wir nach hinten in Balasana. Die Arme ziehen weit nach vorne. Wir ziehen hoch. Von da müsste der Abstand jetzt wieder im Vierfüßlerstand sein. Auf alle Fälle strecken wir das linke Bein nach hinten. Positionieren uns, sind kräftig in der Körpermitte. Von da können wir gerne jetzt mal in den herabschauenden Hund gehen. Zweite Möglichkeit zu positionieren. Wir beugen das Knie, wir ziehen nach vorne in ein Brett, sinken mit dem Brustkorb nach unten und bringen das rechte Knie auf unseren rechten Oberarm und strecken dann das Bein nach vorne und bringen es wieder nach hinten. Je nachdem, wie lange man die Position hält. Ich versuche das auch zu machen, aber bei mir geht halt natürlich nur eine Seite in dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, es ist auch oft einfacher, wenn man vom herabschauenden Hund beginnt. Und dann wechseln wir die Seite. Wir kommen in den herabschauenden Hund. Also entweder man macht die Position vom Vierfüßlerstand aus, indem man dann das Bein nach hinten streckt und man bleibt schon tief unten. Man beugt das Knie und zieht langsam mit dem Oberkörper nach unten. Ellbogen bleiben am Körperseitenrand und dann bringt man das Knie nach vorne und drückt den Oberschenkel auf den Oberarm. Und wenn man Lust hat, streckt man dann auch das linke Bein aus. Ansonsten herabschauender Hund, das Knie beugen, nach vorne ziehen in ein dreibeiniges Brett, das Knie beugen, die Oberarme beugen, wir machen wie einen Chaturanga nach unten und bringen das linke Bein auf den linken Oberarm. Und dann strecken wir das Bein nochmal aus. Dann die zweite Seite. Probier für dich entweder eher im Vierfüßlerstand, indem du dich kräftig mit dem Brustkorb nach unten ziehst, vielleicht die Stirn auch auf dem Polster ablegst. Das ist jetzt je nach Sicherheit, aber ich bin mir sicher, der Körper federt ab. Und schau, dass einfach alles schön in einem schönen rechten Winkel ist. Dann das Knie beugen und langsam den Oberschenkel oder das Knie auf den Oberarm platzieren. Bewusste Atmung, Körpermitte ist aktiv und das Bein ausstrecken. Also nach vorne hin ausstrecken. Und dann wieder nach hinten zurück in ein Brett. Herabschauender Hund. Rechtes Bein hochstrecken, das ist jetzt die zweite Version. Nach vorne ziehen in Chaturanga mit einem Bein angehoben. Knie beugen, tief nach unten sinken, Ellbogen bleiben am Körperseitenrand und das Knie vorne platzieren und dann den Arm ausstrecken. Dann das Bein wieder nach hinten klappen. Chaturanga, heraufschauender Hund, herabschauender Hund. In Balasana kommen, tief ein- und ausatmen, entspannen, das war jetzt unser Big Pose.
Dann langsam nochmal nach unten kommen zum Liegen. Also Oberkörper rollt nach hinten. Wir nehmen mal das rechte Bein zum Knie heran, strecken das Bein nach hinten aus. Twisten mit der linken Hand das rechte Knie nach links. Rechter Arm ausstrecken. Komm zur Mitte zurück. Löst das rechte Bein. Beug das linke Knie, zieh es zu deinem Brustkorb heran. Rechte Hand nimmt linkes Knie nach rechts. Twiste hinüber, streck den rechten Arm aus. Sinke tief. Atme bewusst. Dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Beuge beide Knie, zieh sie zu dir heran. Kreisende Bewegungen oder roll um deinen nach rechts, nach links. Stell die Füße auf, streck die Arme nach hinten. Zieh dich nochmal ganz, 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 ganz lang in deinen Armen. Bring das rechte Bein und das linke Bein und lass alles zur rechten Seite fallen. Die Arme sind ganz entspannt nach hinten. Zieh langsam wieder zur Mitte zurück. Löse die Beine. Streck die Arme nochmal weit nach hinten. Zieh deinen unteren Rücken in den Boden. Streck dich lang. Zieh den Bauchnabel ein. Löse und bring das linke Bein und das rechte Bein und lass nochmal alles zur linken Seite fallen. Dann komm wieder zur Mitte zurück, löst die Arme, bring die Hände zum Knie, mach nochmal Bewegungen, die sich richtig fein und gut für dich anfühlen. Atme bewusst tief ein und aus. Und komm dann für dich in Shavasana zum Liegen. Streck die Beine aus. Die Arme am Körperseitenrand, Handflächen zeigen hoch. Schultern ziehen nach unten. Die Augen sind geschlossen. Atme bewusst tief ein und aus. Verbinde dich mit deinen Körperseiten, mit deiner männlichen und deiner weiblichen. Lass Prana fließen in jede einzelne Zelle deines Körpers. Versuch die Gedanken weiterziehen zu lassen. Und komm in einen ruhigen, entspannten Zustand in Shavasana.
Atme für dich wieder ganz bewusst tief ein und aus. Bewege langsam deinen Körper, die Finger, die Füße, die Beine, die Arme. Beginne dich zu strecken, zu gähnen, sei laut. Stell die Füße auf, mach Bewegungen, die sich jetzt gerade richtig gut und passend anfühlen. Dann leg dich auf die rechte Seite, zieh die Knie zu deinem Oberkörper heran. Atme hier nochmal tief ein und aus. Und komm langsam nach oben zum Sitzen. Wirbelsäule aufrecht, schließ die Augen, nimm die Hände zum Herzen. Senke das Kinn nach unten. Sei achtsam in deinen Gedanken, in deinen Worten und in deinen Taten. Bedanke dich bei deinem Körper.